Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Der Monatsreport steht an, der Monatsreport für den August 2016. Immer ein starker Monat, weil ja die ganze Gamescom drumherum liegt. Da haben wir natürlich ganz, ganz viel News rausgezogen und den letzten haben ja Weezen und du gemacht, ne? Ja, das stimmt. Mhm. Genau, das ist ganz ungewohnt, der stimmt. Ja. Sonst machen wir den nämlich immer. Genau, so ist es, ja, und wir haben ihn natürlich auch für euch. Und bevor wir jetzt natürlich anfangen wollen, wollen wir erstmal sagen, den Monatsreport in seiner ganzen Form und Größe zusammengefasst findet ihr als erstes auf SCB. Dort ist es ganz alles aufgelistet in Stichpunkten, die wichtigsten Informationen für euch raus. Wir haben daraus jetzt ein Derivat erstellt sozusagen und werden euch jetzt nochmal das Ganze im Video jetzt zusammenfassen. Wer es ausführlich haben will, einmal auf SCB gehen. Ja, und dann sagen wir natürlich mal ganz besonders Dankeschön immer im Monatsreport an unsere Patreon. Ja, vielen Dank, dass ihr uns so fleißig unterstützt. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich, das wisst ihr. Auch die Gamescom, also der Juli fand eigentlich nur statt euretwegen. So. Ja, so ist es. Kann man ja schon mal so sagen. Ne? Genau, der Juli und der August, beides in Vorbereitung und dann eben auch durch wirklich die Kosten, die immer mit sowas zusammenhängen. Auch sowas wie jetzt die nächsten Events, die anstehen und alles. Also ihr seid wirklich die Leute, die das hier viel ermöglichen. Zusammen mit natürlich unseren Viewern und unseren Abonnenten. Auch der Stelle wollen wir nochmal Danke sagen. Und wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, wie gesagt, geht doch mal auf unser Patreon Profil, das würde uns sehr, sehr freuen, denn das wirklich macht die Arbeit hier deutlich leichter. Ja, und von da aus würde ich sagen, gehen wir auch im Monatsreport mal in unser Hot Topic. Und was haben wir uns denn da ausgedacht? Da haben wir uns ausgesucht, eigentlich sind wir auch gar nicht drum rumgekommen, weil es immer überall wieder erwähnt wurde, dass der Release von Star Marine kurz bevorsteht. Mhm. Und sie haben gesagt, sie arbeiten fleißig an den Animationen, an den FPS-Animationen, sie haben die weiterentwickelt, verfeinert und sind da fleißig zugange. Sie machen tägliche Testphasen damit. Das fand ich auch cool. Ja? Das klingt also schon mal so, als wenn das sehr konkret wird. Also und tägliche Playtests über verschiedenste Studios und Belastungstest. Also beides wird gleichzeitig gemacht und das eben quasi rund um die Uhr, weil irgendwo ist immer ein Studio aktiv halt quasi. Sehr, sehr cool. 24/7. Ja. Wir haben dann außerdem natürlich noch die neuen Spielmodi, die Implementierung davon. Da haben sie im Monatsreport geschrieben, dass insbesondere der Spielmodus Free for All und Team Deathmatch besonders viel Spaß macht und sehr gut funktioniert. Free for All, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mir nur vorstellen, das ist irgendwie jeder gegen jeden. Ja, so Räuber und Gendarm. Ja, keine Ahnung. Das wäre dann schon wieder, ist ja eher dann so à la Dreadnought, Gruppe gegen Gruppe. Genau, das wäre so eher Team Deathmatch. Da, Free for All haben sie es genannt. Wir wissen noch nicht genau, was für ein Spielmodus sich dahinter versteckt, aber könnt ihr auch gerne in den Kommentaren spekulieren. Ja, und dann haben sie gesagt, neue Waffen wird es wohl geben. Ja, neue Waffen, das schiebst du zu mir rüber, das ist ja nun gar nicht so mein Thema. Also auf jeden Fall neue Energiewaffen, ne? Von Klaus und Werner. Ja, eine Handfeuerwaffe, genau. Eine Handfeuerwaffe, genau. Und dann eine ballistische Schrotflinte. Die ist auch neu, weil vorher gab es eben auch nur eine Energieschrotflinte. Die Devastator Shotgun gibt es bisher, jetzt kommt noch eine zweite dazu. Und es ist noch nicht alles, also es kommen noch mehr Ausrüstungsgegenstände, noch mehr Waffen dazu. Das sind nur die, die sie jetzt darin genannt haben. Was machen sie noch aktuell? Die Maps testen, glaube ich. Die Arena Maps, genau. Mhm. Und die Betonung in dem Fall auf Maps, also mit S, eigentlich dachten wir ja, es gibt irgendwie nur eine, weil das noch nicht so richtig ausformuliert war, aber anscheinend testen sie an mehreren Maps herum. Also was natürlich nicht schlecht ist für uns. Definitiv nicht. Genau. Ne? Und dann haben sie auch gesagt, dass es immer so sein wird, es wird einen Anteil geben, wo wir uns ganz normal als Spieler bewegen können, ne? Also ganz normal rumlaufen können. Und dann wird es immer auch noch einen Anteil von EVA geben, also null Gravitation. Und das finde ich wiederum ganz geil, dass dieser Wechsel so stattfindet. Ja. Sowas gab es ja eigentlich auch vorher noch nicht. Sowas gab es noch nicht, genau, das sagen sie selber. Diesen EVA-Anteil auch hat. Ja, dass man also wirklich von in einer Map, auch in einer Arena-Map für die Star Marine-Simulation dann wirklich von einem Teil mit Gravitation direkt übergehen kann in einen Teil ohne Gravitation. All das soll dann möglich sein. Und das haben sie auch explizit immer wieder erwähnt im Monatsreport, ist gerade in den Playtests ein großer Spannungsgeber, großer Teil, neue Taktiken, neue Spielmechaniken damit einzubauen, so wie man es eben in einem First-Person-Shooter bisher noch nicht gesehen hat. Das macht ihnen wohl sehr, sehr viel Spaß, da an der Decke rumzulaufen und solche Sachen zu machen. Das finde ich auch ganz geil. Ja, so wie beim Bildern oder so, wenn du dann so
Genau. Wenn du immer so über der Decke hängst. Wovon ich übrigens nichts gelesen habe, auch das soll noch erwähnt werden, ist von der Push-and-Pull-Mechanik, was ja auch immer so eine Sache war, von wegen Heranziehen und Abstoßen von irgendwo. Da habe ich noch nichts von gelesen. Es stand auch nicht im Monatsreport drin. Vielleicht kommt es jetzt im September in den Monatsreport. Das könnte sogar sein. Ja, genau. Doch, sie haben nämlich vor ein paar Monaten hatten sie darüber. Genau. Und dann meistens ist es so, wenn sie sich zwischendurch über irgendetwas ausschweigen, dann kommt so der Boom so kurz vor dem nächsten das Event. Das stimmt. So ist es, ja. Das auf jeden Fall unser Hot Topic gewesen zu Star Marine, was ja mit 2.6 jetzt ansteht. Und ich würde sagen, wir gehen in die nächste Kategorie und das ist Engineering. Engineering, was gab es da Neues? Ja, die Live Ops, die waren fleißig, also das Live Operations Team. Denn die haben im August 16 Builds komplettiert, also sich damit beschäftigt haben. Jetzt muss ich doch mal ablesen, zwischen 40 und 200 Gigabyte große Builds komplettiert. Und das 16 Mal? Ist schon was, ne? Also da, die hatten ordentlich zu tun, die Leute. Finde ich auch ganz gut, dass sie es im Monatsreport immer nochmal in Zahlen irgendwie ausdrücken, damit man so den Überblick hat. Denn sie, man sieht, es ist deutlich vorangeschritten. Sogar die Gamescom-Präsentation haben sie nach der Pressepräsentation nochmal optimiert für die Backup-Präsentation. Das heißt, die Presse hat noch tatsächlich eine ältere Version gesehen, mit noch einigen Fehlern mehr als wir dann auf dem Event. Fand ich ziemlich nice. Ansonsten lag aber der Fokus ganz klar auf dem Item-System 2.0. Das ist sowohl wichtig für die Gamescom-Präsentation gewesen, um das schon mal zu zeigen, ansatzweise, aber ist natürlich auch der Grundstein, um jetzt das Item-System so weit auszubauen, dass es mit Alpha 3.0 wirklich ins Spiel kommen kann. Ja, und was wird es auf jeden Fall beinhalten? Die direkte Möglichkeit, Komponenten und Teile anzusteuern. Ja, also es wird mehr Interaktionsmöglichkeiten damit geben. Und auch da haben sie gesagt, das muss dann für alle Schiffe implementiert werden. Also das bedeutet auch eine Menge Arbeit, wenn man sich mal vorstellt, dass es für jedes einzelne Schiff sozusagen integriert werden muss, das Item 2.0-System. Also es scheint auch viel Arbeit zu sein. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja, was hatten wir noch? Wir hatten auf jeden Fall im Engineering noch den Verkaufskiosk, wo ich immer dieses Wortwahl Kiosk so schön finde von den Amerikanern. Ja, bei uns stelle ich mir irgendwie im Schwimmbad einen Kiosk. Das ist so, genau, so wo ich meine Pommes oder meine Schlümpfe kaufen kann. Genau. So einen kleinen oder so ein Zeitungskiosk oder so. Ja. Aber die meinen eher so ein Terminal oder so eine Verkaufsstation, Portal, was auch immer. Ja. Genau, kann also auch das Mobiglas sein, das kann alles heißen. Genau, also alles ist möglich. Auf jeden Fall, Stichwort Verkaufskiosk soll integriert werden. Ja, und das würde bedeuten, dass ihr dann Waren verkaufen könnt. Mhm. Dafür ist der nämlich da, der ist tatsächlich wirklich für euch, damit ihr dann in der Alpha 3.0 Kram, den ihr irgendwo eingesammelt oder gekriegt habt, eben wieder verkaufen oder verscherbeln könnt. Und da welche Waren das sind, da haben sie schon 20 Güter jetzt festgelegt dafür. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, sie haben natürlich noch nicht verraten, was das für Güter sein werden. Mhm. Wobei... Darf man das verraten? Was so ein paar, also so ein paar Andeutungen. Ein bisschen Spekulation. Ja, so ein paar Andeutungen haben sie gemacht, dass es vor allem sich wohl um Lebensmittel handeln wird in dieser Form. Welche Art von Gurken oder Weltraumgurken wir dann da verkaufen werden oder Salatköpfe oder was auch immer, das werden wir dann erleben. Oder ob es einfach eine große Marge Big Bennys ist, kann auch sein. Ja. Aber dass es sich, auf jeden Fall wird ein Teil davon Lebensmittel sein. Das haben sie gesagt. Aber ansonsten ging es im Engineering nochmal um die Ein- und Ausstiegsanimationen, die sie jetzt nochmal überarbeitet haben. Und was ich besonders cool daran fand, also das, glaube, hatten sie zwei neue Schiffe. Ja, ne? bei der Gladius und bei der Vanguard. Genau, Gladius und Vanguard. Und Vanguard war gerade das Stichpunkt, weil da haben sie nämlich jetzt die neue Version, die Hoplite, also das Dropship, mit reingenommen und dort eine Kampfausstiegsanimation eingefügt, sodass man halt wirklich in dem Dropship schnell raus kann. Und das wird dann auch mit dem Schiff flight-ready werden. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das aussieht. Freuen sich unsere Marines mit Sicherheit schnell schon aus drauf. Dem Job. Genau. Zieht raus und zack, schnell abgesetzt. Ins Gefecht, genau. Ja. Dann haben sie noch darüber berichtet, dass sie den Evocati-Testerkreis vergrößern wollen zu 2.6. Also das fand ich auch ganz spannend, ne? Weil es ja sonst immer eine kleine Gruppe ist, die sozusagen dazugehört. Und das wollen sie auf jeden Fall erweitern, oder diesen Kreis wollen sie erweitern, damit mehr Spieler
unterstützen können und Feedback geben können. Die Auswahl wurde über den Issue Council getroffen oder wird noch aktuell getroffen und die Leute werden dann entsprechend per E-Mail benachrichtigt und eingeladen. Das heißt also, kontrolliert eure Mails, gerade wenn ihr wisst, dass ihr viel im Issue Council unterwegs seid und eben viel, viel Input da in die Richtung gibt. Ja, und dann hatten wir am Schlusspunkt vom Engineering noch die Implementation oder die Arbeit an der Implementation der Star Map. Das heißt, das haben wir, glaube ich, auf der Gamescom gesehen, ne? Genau. Und das, da sind sie jetzt halt auch dabei, dass das Ganze implementiert wird. Ja, damit man sie aus dem Cockpit eben abrufen kann im Spiel und sie soll auch auf jeden Fall einige Funktionen haben. Allerdings sagen sie selbst, dass die StarMap noch nicht im Browser optimiert ist, so dass sie im Spiel intuitiv funktioniert. Das geht noch nicht. Darum müssen sie sie einfach umändern und so das machen, dass man sie halt auch gut im Spiel aufrufen kann. Ja, und damit sind wir, glaube ich, beim nächsten. Ja, sind wir schon bei Design and Art. Und was gab es da Neues? Unter anderem wurde an den Rüstungen gearbeitet, der Marines, ne? Also die sollen auch für 2.6 schon passen, im wahrsten Sinne des Wortes. Schicker à la Robocop. Ja, also wenn ihr euch die Bilder anguckt, da im Monatsreport, ich musste irgendwie an Robocop denken, als ich die gesehen habe, weil die sehen wirklich cool aus, sehr, sehr schick. Neue Farbgebung, also überhaupt neues Design oder Redesign. Ja. Genau, also und verschiedene Farbvarianten. Ja, genau, Farbvarianten sind es und sie haben von einer gewissen Modularität gesprochen, wobei ich allerdings noch nicht weiß, ob die tatsächlich mit 2.6 dann auch schon verfügbar sein wird, aber sie haben es schon mal so grundsätzlich angelegt, dass die Rüstung eben sehr, sehr modular später werden können. Ja, von da aus, hattest du schon mal erwähnt, gehen wir zu den 20 Gütern, die es eben gibt. Fand ich auch ziemlich cool, dass sie jetzt diese auf jeden Fall schon im Spiel haben, dass diese dann auch eben gesammelt und wieder verkauft und irgendwie auch als Mission benutzt werden können. Das ist im Endeffekt auch noch das, woran sie parallel nämlich arbeiten, nicht nur 20 Güter, sondern eben auch an den Netzwerken und sowas. Ne? Genau, und auch da vor allem an den Designs für die Handelsrouten, fürs Respawning von Respawning Ressourcen, genau, Deutsch-Englisch. Daran arbeiten sie dann und an der Quantummechanik. Genau, da geht es um den Treibstoffverbrauch, denn wie gesagt, Stanton wird ein sehr, sehr großes System sein, so roundabout 20, 25 Minuten zu durchqueren, einmal durch. Und dementsprechend arbeiten sie eben auch, dass man sagt, gerade könnte ich mir vorstellen, dass sie zum Beispiel so Tankstellen platzieren, also eben solche Truckstops, wo man sagt, hier ist jetzt eine Handelsroute, dann musst du hier und hier da kannst du auftanken und da haben wir die und die Güter, die können hier gekauft, da wieder verkauft werden. All das wird jetzt gerade gemacht und dafür gibt es eben auch... Mit dem Verkaufskiosk, dem richtigen Kiosk und dem Bockwurststand und dann, so ist dann es. Läuft das. Dann sind die 25 Minuten schnell rum. Das geht ganz, ganz zackig dann auf jeden Fall. Ja, das ist also gerade ein ganz wichtiger Punkt und insgesamt auch Design und Art sehr fokussiert auf das Stanton-System schon im August. Da werden viele Feinarbeiten gemacht daran, also viele Designarbeiten auch sogar bis dahin, dass sie sich für einzelne Pflanzen entscheiden, die irgendwo in der Ecke stehen. Ach, das würde ich irgendwie auch gerne machen. Das macht das finde ich total spannend, wenn du so die Flora, Fauna auf dem Planeten bestimmen kannst. Und das ist toll. Ja, und auch an den Stationen, daran wird halt auch gearbeitet. Oder bestimmte Effekte wie Nebel oder Blitze in den Nebeln. Also das stelle ich mir total spannend vor, so eine Arbeit. Das wird sicherlich eine sehr, sehr spannende Arbeit sein, die sie gerade da machen, weil sie eben wirklich auch viel erschaffen. Ne? Also viel neu machen. Genau. Und das bezieht sich durch alle Bereiche durch, auch durch Texturen von Metall. Teil auf irgendwelchen Raumstationen eben, die man bisher noch nicht gesehen hat. All das ist ganz, ganz wichtiger Fokus, gerade bei Design and Art für die kommende Alpha 3.0. Und ich denke, das wird sich über die nächsten Monate so jetzt auch so hinziehen. Vielleicht kriegen wir da noch mal ein bisschen konkretere Sachen. Außerdem haben sie die ein oder andere Überraschung versprochen, die auf jeden Fall in der 3.0 drin sein wird. Was das sein wird, wissen wir natürlich nicht. Auch nicht mal in welche Richtung, ob Schiff oder ob Raumstation oder was auch immer. Keine Ahnung. Wir wissen nur, dass sie an der Slalomstrecke gearbeitet haben. Für Grimhex. Und das ist dein Thema. Das ist mein Thema. Mit meiner kleinen Dragonflight. Da darf ich dann die Slalomstrecke, die neue Rennstrecke, die durch Grimhex führt, ausprobieren. Und das finde ich schon ganz geil. Also, die haben sie auf jeden Fall. Ich würde fast schätzen, dass das dein erstes Let's Play hier wird. Ja. Wenn ich dann vor die Kamera darf. Race. Wir machen eine Race mit unseren Dragonflies. Ja. Durch Grimhex durch. Wäre eine Idee. Mal gucken, ob es dann so wird. Aber was ich cool fand, ist, dass sie ja
wirklich geschrieben haben, sie haben die Grimax, diesen Slalom-Parcours durch die Asteroiden, tatsächlich wohl insbesondere für die Dragonfly optimiert. Ja, ne? Ja, genau. Also da kann jetzt, denke ich mal, wahrscheinlich jetzt nicht irgendein großes Schiff da durchballern. Ja. Wird gar nicht durchpassen. Ja. Wird es vielleicht noch ein paar geben, die dafür ausgerichtet sind, die kleine halt sind, dann wieder durchpassen. So eine aber M50 jetzt oder sowas, vielleicht passt noch durch. Aber für die Dragonfly, ich kann mir das gut vorstellen, wie du dann da. Weißt du? Das ist echt cool. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Also vor allem, das wird dann auch im Marina Commander verfügbar sein. Übrigens, dafür wird man dann nicht extra nach Grimhex reisen müssen für den Anfang. Ne? Das war auf jeden Fall das. Was hatten wir noch? Dass es keine Neuigkeiten gab, wo wir wieder da sind, wenn sie sich zu irgendetwas ausschweigen, dass dann irgendwann der Boom kommt. Ja. Und zwar gab es keine Neuigkeiten zu Squadron 42. Lässt darauf schließen, dass wir ja bei der CitizenCon dazu was Neues erfahren werden. Ja, die beste Anmerkung, die ich dazu gelesen habe, war: Wie immer arbeiten wir auch an Squadron 42. Punkt. Das ist doch schon mal nächster gut. Absatz. Okay, also wie gesagt, da haben sie sich komplett zu ausgeschwiegen, aber war auch wohl nicht das Thema im August, zumal der Oktober ja kommen wird. Ja, was haben wir noch? Natürlich die nächste Kategorie und das ist Kategorie Ships. Alles um die Schiffe. Ja, die Schiffe. Da hat sich die kleine Diamantschildkröte so ein bisschen zurückgemeldet, denn sie arbeiten an der Anvil Terrapin oder Terrapin an dem Konzept weiter, an der Ausarbeitung. Da geht es schon ganz gut voran, ne? Also das haben sie zumindest. Genau. Nachdem die Gamescom das erste Konzept gezeigt hat, wird das Schiff jetzt weiterentwickelt und dann auch irgendwann in die Engine eingebracht. Wann das ist, wissen wir noch nicht, aber da es ein relativ kleines Schiff ist, könnte man überlegen, wenn sie die Mechaniken jetzt noch ein bisschen auslassen mit dem Scannen, dass es relativ bald passiert. Aber das ist reine Spekulation, das wissen wir noch nicht. Was wir wissen ist, dass sie bei der Constellation Aquila, dass das wohl die erste Variante der Constellation sein wird, die ins Spiel kommen wird. Vermutlich mit der Alpha 3.0. Und da haben sie schon das erste technische Setup fertig. Das heißt, sie haben das Design fertig, sie wissen, wo alles ist. Und jetzt geht es darum, dass sich eben Stühle drehen oder irgendwie im Cockpit. Dass es funktionsfähig ist im Prinzip. Genau. Ne? Also wenn ich jetzt weiß, wie der Stuhl aussieht, okay, dann oder das Cockpit runterfährt, ne? Das war auch zum Beispiel, dass dann sozusagen jetzt die Funktion überhaupt stattfindet, also dass es funktionstüchtig, funktionsfähig ist. Ja, ist also mitten in der Greybox das gute Ding und die Aquila verändert sich ja schon deutlich zur ansonsten Dromeda mit dem neuen Cockpit-Aufbau und all das muss jetzt eben technisch auch im Setup funktionieren und da sind sie jetzt gerade aktuell dran. Was auch in der Greybox ist, allerdings schon eine Phase weiter, das ist die Caterpillar. Ja, die Caterpillar, die ist in der finalen Phase, in der finalen Artphase sozusagen. Also die macht gute Fortschritte. Macht sehr gute Fortschritte. Da brauchen wir also vielleicht nicht mehr so lange drauf warten. Man nicht. Die Animation Engineers sind schon zugange. Die sind zugange, genau. Dann Sound Engineers sind jetzt dran. Und die Partikeleffekte werden jetzt gemacht für das Schiff. Also auch da würde ich sagen, ich glaube, weil es ein großes Schiff ist und weil es auch die Cargo-Mechanik braucht, ich schätze auch die Alpha 3.0 könnte sein. Weihnachten, genau. Aber sie machen gute Fortschritte, denn wenn dieses Stadium jetzt abgeschlossen ist, wo es in der Engine schon von den Animation-Leuten und den Partikel- und Soundeffekt-Leuten gemacht wird, dann kommen nur noch die Damage-States, nur noch in Anführungszeichen. Aber dann werden auf jeden Fall die Damage-States gemacht. Das ist immer so der letzte Schritt, bevor es dann wirklich live geht. Und ja, könnt ihr mir vorstellen, so bis Ende des Jahres könnte die bereit sein. Ja, was hatten wir noch? Ja, die kleine Drake Harold. Ach, ja, klar, natürlich. Die haben wir auch im Verse Report erwähnt. Ja. Die ist in der finalen Phase. Mhm. Also da. Politur, genau. Genau. Also da wird der Feinschliff gemacht. Die wird also auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und spannendes Schiff wird, weil sie sehr, sehr schnell wird. Das haben sie wieder betont. Ja? Irgendwie 950 Meter pro Sekunde im Cruise Speed. Im Vergleich ist das Ding wirklich von Masse und Größe des Schiffes im Vergleich das schnellste Schiff von Star Citizen. Ich sag gleich, die 350R schafft über 1000 Meter im Cruise Speed, das weiß ich auch, aber sie ist ein einsitziger kleiner Jäger. Das heißt, es hat damit nichts zu tun, bevor ihr mich wieder korrigiert da draußen. aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Schiff, da werden wir auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele Sachen sehen, wenn das Ding mal 2.6 live geht. Ja, das war's, glaube ich. Interaction haben wir noch. Interaction. Interaction. Und da, da habt ihr jetzt einen Monat lang, also bis zum September im Prinzip Zeit, so ein bisschen reinzuhören, ein bisschen zu gucken, gefällt es uns, was könnte man noch ein bisschen besser machen oder finden wir das toll zum Entspannen, können wir da gut zuhören, nämlich die Orbital Supermax-Reihe. Die haben wir jetzt für euch als Hörbuch aufgenommen.
Und gerade gestartet. Und gerade gestartet, genau. Mhm. Die erste Folge, die lief jetzt diese Woche. Jede Woche wird es eine neue Folge geben und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns dafür Feedback gebt. Ja. Und ja, das was euch toll. Daran gefallen hat, was nicht so und was ihr euch vielleicht sonst noch wünscht. Es ist ja viel möglich da. Genau. Auch wenn ihr weitere Stories oder Geschichten habt, dann schreibt sie gerne dazu. Aber insbesondere interessiert uns natürlich das Feedback zu den Hörbüchern. Ich meine, was lange währt, wird endlich gut, hoffentlich. Und da kann ich nur sagen, ob es gut ist oder nicht. Das entscheidet ihr natürlich und daher lasst es uns wissen. Ja, damit sind wir durch für den Monatsreport, den im August. Und danken euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schreibt uns viele Kommentare drunter, liked oder disliked die Episode. Selbstverständlich abonniert diesen Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt und auch weitere News zu Star Citizen haben möchtet. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt für unsere Arbeit hier und auch für die Zukunft vom Channel, dann geht doch mal auf Patreon. Das würde uns sehr, sehr freuen. Vielleicht findet ihr da was, was euch gefällt. Ja, damit würde ich sagen, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, ob es dann Weezen und du sind oder ob wir das wieder machen. Mal schauen. Ja, oder Weezen und du. Oder das wäre auch mal was, genau. Was ist mit Dozer? Oder ja, Dozer? Dozer wäre auch mal eine Idee, ja. Dann gucken wir auf jeden Fall, wie es weiterläuft. Und wir beide verabschieden uns jetzt bis zum nächsten Mal auf jeden Fall mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!